Hallo liebe Kinder von der Brocker Schule. Das hier ist ein Sachunterrichtsvideo, vor allem für die Kinder aus der Bären- und aus der Erdmännchenklasse. Da haben wir ja über das Thema Brücken gesprochen und ich bin heute in Bielefeld-Schildische. Das hier ist eine sehr bekannte Brücke, vielleicht sogar die bekannteste von Bielefeld. Das ist nämlich der Viadukt. Ganz viele von euch kennen ja den Obersee wahrscheinlich selbst vom Spaziergang und die Brücke ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Viadukt nennt man das ja, weil die Eisenbahnen da drüber hinwegfahren. Die Brücke hat 28 Rundbögen gehabt früher. Das sind diese Bögen, die ihr dort vorne noch seht. Die kennt ihr von unserer römischen Bogenbrücke und wenn ihr genau hinschaut, sind diese Bögen nur auf der linken Seite der Brücke. Auf der rechten Seite der Brücke seht ihr, dass überhaupt keine Bögen mehr zu sehen sind. Das kommt daher, weil im Zweiten Weltkrieg die Amerikaner auf die Brücke Bomben geworfen haben, um die Eisenbahnlinie zu unterbrechen. Die wollten nicht, dass Güter hin und her transportiert werden konnten, die Deutschland für den Krieg brauchte. Und dann haben die immer wieder Bomben geworfen, insgesamt im November 1944 waren es über 30.000 Bomben, die hier abgeworfen wurden. Aber erst ganz kurz vor dem Kriegsende ist es ihnen gelungen, die Brücke zu zerstören. Und ihr könnt sehen, dass die Brücke dann so wieder aufgebaut wurde, dass keine Bögen mehr da zu sehen sind. Das ging schneller zum einen. Und zum anderen ist es auch so, dass man wollte, dass man sich an die Kriegsjahre erinnert, dass man sich immer daran erinnert, was früher mal passiert ist. Und deswegen sieht die Brücke jetzt verschieden aus. Auf der einen Seite ist sie so, wie sie gebaut wurde früher und auf der anderen Seite so, wie man sie dann neu wieder aufgebaut hat. Hier können wir den neuen Teil der Brücke richtig gut erkennen. Er ist eine klassische Balkenbrücke. Die Balkenbrücke besteht ja, wie wir im Unterricht schon gelernt haben, aus vor allem zwei Dingen. Zum einen aus den Stützen und zum anderen aus dem Träger oben drüber. Und auf dem Träger sind dann die Gleise angebracht, auf denen der Zug fahren kann. Dieser Teil der Brücke, das ist der alte Teil der Brücke und wenn ich sage alt, dann bedeutet das, er ist wirklich schon über 170 Jahre alt. So lange steht er schon. Erhalten sind noch 13 von den ehemaligen Bögen und es waren über 2000 Arbeiter notwendig, um diese Brücke zu erbauen. Die haben daran ganz lange gearbeitet und wichtig war die Brücke, weil man von Köln nach Minden eine Eisenbahn bauen wollte, um den Rhein zu verbinden mit der Weser. Das war ganz wichtig, dass man an Flüsse angebunden war, wo große Schiffe fahren konnten, weil so konnte man Güter dann ganz weit transportieren und war dann auch an internationale Märkte angeschlossen. Das war damals sehr wichtig. Wenn ihr euch mal anschaut, wie groß diese Pfeiler sind, die Stützen, dann könnt ihr euch denken, dass die Brücke ziemlich schwer ist. Und man musste erst Fundamente bauen, die diese Pfeiler tragen konnten. Dazu wurden ganz, ganz viele Holzpfähle, die viele Meter lang waren, in den Boden gerammt. Denn sonst würde die Brücke einfach einsinken. Das war wirklich eine ganz schwere Arbeit, diese Brücke zu bauen. Und das Baumaterial, dazu wurde Muschelkalk verwendet. Der Obersee, den gab es übrigens damals, als die Bomben auf die Brücke geworfen wurden, noch nicht. Damals gab es die Brücke, weil hier ein Tal war, das überquert werden musste, aber der See war noch gar nicht da. Und als dann im Krieg so viele Bomben gefallen waren, hat man sich hinterher überlegt, hier waren ganz viele Krater, dass man hier diesen Obersee gerne errichten möchte. So sah Schildische nach dem Krieg aus. Es wurde überall von Bomben getroffen. Diese vielen kleinen Punkte, das sind alles Bombeneinschläge. Und da hatten die Leute vom Räumdienst sehr viel zu tun, um diese ganzen Bomben aus der Erde zu buddeln. Und bis heute sind immer noch nicht alle wieder entschärft. Ich hoffe, mein kleiner Film über die Brücke hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!